Eifersucht, wenn Seele greifbar wird und sich zeigt. Er liebt mich mehr als ihn. Sie liebt mich mehr als sie. Stets oder oft sind wir in unserem Leben nur dem zugewandt, dem Bestimmten, der Bestimmten, dem sogenannten Objekt, dieses Liebesobjekt, dieses Begehrenswerte, diese Frau, dieser Mann, dieses Kind und so weiter. Und dann entsteht dieses elende Gefühl meines Unwertes, eines Betreffenden, der sich nicht geliebt fühlt, weil sich eben der Mensch einem anderen Menschen zuwendet. Ich habe das gerade vorgestern erlebt. Da sind zwei kleine Kinder und du gibst dem einen etwas und du gibst dem anderen etwas. Natürlich bist du so drauf, dass du einen Ausgleich hast. Du liebst keinen mehr als den anderen. Aber dann kommt ganz schnell dieser Vorwurf: Du liebst die mehr und mich nicht. Du hast der das und das gegeben und all das. Ständig diese Konflikte, jeder kennt das. Und das ist der Grund, warum wir als Menschen andere Menschen oft entwerten, zum Beispiel, und sagen so: Der ist aber nichts wert, ich bin besser. Das ist der Sinn für all die Konkurrenz, für all das, was wir stets tun, immer wieder besser, höher, schneller. Der Vergleich, der zählt. All das hat seine Wurzeln, seinen Ursprung auch in der Eifersucht. Dieses Kokettieren und sich gut darstellen, das Pfauenhafte, das Weibliche, die Mode, all diese Dinge kommen einem jetzt dadurch in den Sinn. Und überhaupt Anlass, die Eifersucht als Anlass für alle möglichen Konflikte. Und natürlich ist es so, dass die Seele geliebt werden möchte. Sie will geliebt werden. Sie will als das Objekt, das sie ist, geliebt werden. Und eine individuelle Seele hat Angst, dass das nicht geschehen könnte. Und daher zeigt Eifersucht, dass wir seelisch sind. Dass wir als Menschen beseelt sind und nicht nur als Menschen. Und das ist eigentlich schon mal gut. Insofern kann man die persönliche Eifersucht, die man dann ganz tätig empfindet, als etwas Positives bezeichnen, denn es zeigt, dass du mehr bist als nur du. Dass da eben das Seelische ist. Weil alles zusammen ist oder weil wir zusammen sind. Aber wir wissen in diesen Augenblicken der Eifersucht nicht, dass Seele alles liebt, weil sie ja in allem ist. Und daher wollen wir immer wieder begehrt sein. Und deswegen geraten wir in Eifersucht. Wir sind auf Objekte der Liebe angewiesen in unserem menschlichen Dasein. Aber Seele durchwandert schlichtweg alles und stets und ist immer präsent und hält alles in einem Zusammenhang, mal hier, mal da. Sie bleibt nie irgendwo, sondern ist tatsächlich immer und überall.